Unser Thema heute ist China und das unsägliche China-Bashing. Wir haben uns ja schon im April diesen Jahres bei Weltnetz TV über dein neues Buch unterhalten, Das chinesische Jahrhundert, die neue Nummer 1 ist anders. Ich halte das Buch mal in die Kamera. Ich kann nur wieder sagen, es ist sehr spannend, es ist sehr lesenswert. Heute geht es zunächst um die aktuellsten Entwicklungen in China, Stichwort Klimakrise und Dual Circulation, also doppelter Kreislauf. Dann geht es weiter über die Corona-Krise und wie sie in China bewältigt wurde und dann über die unglaubliche, empörende, desinformierende und immer aggressiver werdende Berichterstattung in den Medien der westlichen Welt über China. Ich darf dich noch kurz vorstellen. Professor Dr. Wolfram Elsner ist Makroökonom mit den Schwerpunkten evolutionäre und institutionelle Ökonomik und er ist einer der wenigen linken Ökonomen mit sehr guten Kontakten zu Sozialwissenschaftlern und Ökonomen in China. Also Wolfram, schön, dass du hier bist. Fangen wir an mit den aktuellen Entwicklungen. Gestern ist die Sitzung des Zentralkomitees zu Ende gegangen. Was ist da besprochen worden? Ja, eine ganze Menge. Der Staatspräsident Xi hat ja die Woche davor schon aus dem Anlass des 75. Jahrestags der Gründung der UNO einige Dinge vorab verkündet. Zum Beispiel die ökologischen Dinge, die ja sehr massiv eingeschlagen sind in der Welt. In unseren Medien wird das ja immer nur etwas moderiert und modifiziert dann dargebracht. Aber das ist weltweit sozusagen wie ein Paukenschlag wahrgenommen worden, nämlich dass die bisherigen vorsichtigen Aussagen, dass man 2030 beim Maximum der Emissionen sein wird, dass das sozusagen jetzt noch mal ehrgeiziger gemacht wird, vorgezogen ist. Man hat gesagt, wir werden deutlich vor 2030 das Maximum unserer Emissionen haben und wir werden deutlich vor 2060 zur Klimaneutralität übergehen. Das sind noch mal Verschärfungen der bisherigen Aussagen. Und wir wissen ja aus den letzten Jahren, dass China hier immer ein bisschen vorsichtiger und understatementmäßig argumentiert und in Wirklichkeit die Dinge ja immer deutlich vorzeitig realisiert. Also wie zum Beispiel die SDGs und die Klimaziele für 2020, also die bekannte Reduktion um 45% im Vergleich zu 2005, das hat China 2018 realisiert statt 2020. Also das ist ernst zu nehmen, das wird so kommen, wahrscheinlich eher früher als später. Hier in den Medien kommen ja eigentlich immer nur die Kohlekraftwerke vor, wo ja immer berichtet wird, China baut noch mehr Kohlekraftwerke. Es sind Und die Kohlekraftwerke sind ja sozusagen besonders im Fokus der Fridays for Future-Bewegung. In den letzten Jahren noch einige wenige Kohlekraftwerke neuester Technologie gebaut worden. Dafür allerdings auch Millionen, Dutzende von Millionen Tonnen von Kohleabbau, also Kohlebergbau und Kohlekraftwerken stillgelegt worden. Alte, ältere sind stillgelegt worden und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also wir merken es überall in allen großen Städten in China, in der Luft, also das ist einfach was ganz anderes geworden. Insbesondere Beijing hat überhaupt keinen Smog mehr, ne? Das hängt damit zusammen. Der zweite Hauptpunkt bei dieser Sitzung ist ja das Schlagwort von der Dual Circulation. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ja jetzt eigentlich nur noch ein Name, den das Baby bekommen hat. Also das Baby ist ja schon ein paar Jahre alt und das Baby ist jetzt getauft worden und hat den Begriff dieser zwei Kreisläufe bekommen. Im Grunde genommen ist die Strategie ja schon seit 5, 6 Jahren beschlossen worden, 2014 eigentlich schon, dass man wegkommt von diesem alten Modell, also endgültig wegkommt von dem alten Modell. Und das alte Modell war eben, wir wollen nicht länger Werkbank der Welt sein, ja, insbesondere nicht mehr alle Dreckproduktion und Billigproduktion des kapitalistischen Westens übernehmen. Und wir wollen wegkommen von diesem sehr gefährlichen Exportweltmeister-Modell. Ja, man hat ja ein paar Jahre mit Deutschland sozusagen um den Exportweltmeister konkurriert und frühzeitig gesagt, das ist kein zukunftsträchtiges Modell, das ist hochgefährlich in einer Welt, die
immer weniger verlässlich wird auf Seiten auch der US-Partner, immer weniger verlässlich wird handelspolitisch in einer Welt, die wir umstrukturieren müssten Richtung ökologischer Nachhaltigkeit, kann es nicht mehr sein, dass wir ein Ziel verfolgen wie Maximierung der Exporte. Und das ist schon massiv auch umgesetzt worden, natürlich. Also der chinesische Exportüberschuss trägt nur noch zu einem Bruchteil bei zum BIP-Wachstum in China. Könnte sich ja Deutschland ein Beispiel abnehmen. Genau, Deutschland tut es aber nicht. Ist genau in diese Falle des Exportweltmeisters reingelaufen. Und jetzt sehen wir ja sozusagen, dass Deutschland abhängig ist, erstens unter der Welthandelskrise, die also schon sich 2018, 2019 ja schon massiv angedeutet hat, jetzt unter Corona natürlich nochmal deutlich verschärft hat, rasselt Deutschland genau in diese Verletzlichkeit rein und die deutsche Industrie kann eigentlich drei Kreuze machen, dass sie eine starke Verbindung mit China hat, weil das rettet jetzt Deutschland noch einigermaßen. Nur noch mal eine Zahl, also 1,5% in 2019 von dem Wachstum, BIP-Wachstum von 6,5%, 1,5 Prozentpunkte waren sozusagen durch den Exportüberschuss verursacht, ja, mit sinkender Tendenz. Ne? Wenn China jetzt so die Binnenmarktentwicklung fördern will, das entspricht doch ganz und gar der US-amerikanischen Politik, die sich auch zurückzieht. America first heißt ja, möglichst wenig exportieren oder möglichst wenig importieren aus China. Und China will möglichst wenig exportieren. Das entspricht sich doch gut. Naja, also... Aber es ist eine ganz feindselige Beziehung. Nein, das ist ein ganz anderes Konzept auch. Ich meine, abgesehen davon, dass America first eine traditionelle Parole der amerikanischen Faschisten immer war in den letzten Jahrzehnten und Trump und das Team Trump sozusagen und die Kräfte hinter ihm das ja nicht zufällig so aufgegriffen haben, würde ich sagen, kein Mensch hätte Probleme damit, wenn America first richtig verstanden würde, in dem Sinne, dass dieses Land sich wieder reindustrialisiert und seine Infrastruktur wieder aufbaut und wieder ein verlässlicher und leistungsfähiger industrieller Partner wird. Das ist ja die Strategie Chinas, zu sagen, wir setzen verstärkt auf unsere 1,4 Milliarden Menschen auf den großen Binnenmarkt. Das ist eine sehr vernünftige Strategie im Sinne von Stabilisierung, langfristiger Planbarkeit. Aber sie sind ja offen für die internationale Arbeitsteilung und Kooperation. Ja? Während das America First Konzept, ja völlig falsch verstanden, durch Trump und Co. Ja ein völlig feindseliges Abkopplungsstrategie ist. Also China hätte ja überhaupt keine Probleme, das wird ja auch immer wieder gesagt in den Äußerungen, wenn die USA sich reindustrialisieren würden, wenn sie ein leistungsfähiger industrieller Partner wären. Denn die Zukunft ist ja sogenannte intraindustrieller Handel, der sogenannte intraindustrielle Handel, wo man durchaus also Autos von hier nach da und von da nach dort schickt oder Maschinen und das Beste sozusagen für die Konsumenten darstellt aus der gesamten Welt. Ja? Das ist der berühmte intraindustrielle Handel, der eigentlich die Welt im 20. Jahrhundert ja nach vorne gebracht hat. Das ist das Gegenteil von Abkopplung. Ja, und China ist offen für Kooperation, sagt, wir können über alles reden, wir können über alles verhandeln und es ist in niemandes Interesse weltweit, dass die USA sich weiter deindustrialisieren, sich isolieren und sich selber sozusagen ins Knie schießen und eigentlich kurz vor dem Kollaps sind, wenn man es ein bisschen deutlicher ausdrücken will. Ist denn jetzt China die Wirtschaftsweltmacht Nummer eins? Definitiv, also was die Dynamik betrifft, was die Entwicklungsperspektive betrifft, was die Initiativen betrifft weltweit, also die Infrastrukturinitiativen, die neuen Seidenstraßen, die Belt and Road Initiative, die Initiativen innerhalb der UNO, aber eben auch formal, wenn man das Sozialprodukt sich betrachtet, sich anguckt, das Sozialprodukt Chinas in sogenannten Kaufkraftparitäten ist seit 2016 das größte der Welt. In sogenannten Währungsparitäten umgerechnet, also Kaufkraftparitäten heißt, was kann sich das chinesische Volk für sein Sozialprodukt kaufen im Vergleich zu dem, was sich das amerikanische Volk
für sein Sozialprodukt kaufen kann. Da ist China sozusagen in dieser Umrechnungsform 2016 die größte Nation. Punkt ist natürlich, wenn man es vergleicht auf pro Kopf, dann ist China gerade eben sozusagen noch, bezeichnet sich ja auch noch selber als Entwicklungsland, ist gerade eben nach Weltbankstatistik sozusagen in den 10.000 Dollar pro Jahr pro Kopf Einkommensbereich aufgestiegen. Jetzt liegen sie im Jahr 2020 bei 12.000 ungefähr und damit sind sie eingegangen in eine Gruppe, die heißt die Länder mit mittlerem Einkommen, also sozusagen von unten her kommend in den Bereich der Länder mit mittlerem Einkommen. Aber warum China im Prinzip qualitativ und von der Dynamik her Nummer eins ist, ist, dass China eben mit diesem relativ bescheidenen Pro-Kopf-Einkommen, wo sie irgendwo im 50er-Bereich der Rankings der Länder der Welt liegen, ja, eine enorme, unglaubliche, einmalige Hebelwirkung in Richtung Technologie, in Richtung Sozialentwicklung, in Richtung Mobilisierung der Menschen, in Richtung Ausbildung, in Richtung Infrastrukturinvestitionen und internationale Hilfe leisten, Sozialversicherung und so weiter, die einfach atemberaubend ist. Also das kann man als Ökonom, kann ich nur sagen, das hat es so noch nie gegeben. Das hat man in der Wirtschaftsgeschichte niemals irgendwo gehabt. Apropos Technologieentwicklung, besonders aktuell und heiß ist ja, sind ja die Auseinandersetzungen um Huawei. Huawei ist ja offenbar Technologie-Weltmarktführer in der 5G-Technologie, was bislang ja vorwiegend für die ganze Mobilfunkinfrastruktur genutzt wird, aber ja auch für Autos wichtig ist. Ne? Ja, autonome Fahren. Wie ist die Situation von Huawei? Also in unseren Medien ist ja vor allen Dingen zu lesen, dass Huawei eben doch noch immer sehr abhängig ist von der amerikanischen Chip-Technologie und Chip-Produktion. Ja, das sind das sind also drei Aspekte im Grunde genommen. Es ist einmal die Chip-Abhängigkeit von den führenden US-Chip-Herstellern. Das zweite ist die Abhängigkeit von Google Android, vom Betriebssystem für Handys, und das dritte ist eben die führende Rolle von Huawei und ZTE, also dem zweiten großen IT-Konzern Chinas, in den 5G/6G-Netztechnologie. Da kann man sagen, die Abhängigkeit bei den Chips ist wahrscheinlich der brisanteste Punkt. Obwohl Huawei schon Ende letzten Jahres, Ende 2019, schon seine neue Generation von Handys vorgestellt haben, die schon ohne jegliche amerikanische Chips gelaufen sind. Beim Betriebssystem hat ja Google auch sozusagen den Boykott vollziehen müssen, den Washington verordnet hat. Und bei den Betriebssystemen hat Huawei innerhalb weniger Monate eine eigene Android-Betriebssystem-Version auf den Markt gebracht und ist insofern jetzt unabhängig von den Google. Die Chips werden doch produziert von einem Unternehmen, also diese Hochleistungschips werden ja produziert von einem Unternehmen in Taiwan. In Taiwan, genau. Und da hat sich Huawei jetzt noch eindecken können bis März 2021 mit Chips. Ja. Und kann bis dahin noch produzieren. Meinst du denn, dass bis dahin Huawei in der Lage sein wird, diese Technologie auch zu stemmen? Zum Teil laufen die koreanischen, südkoreanischen und die taiwanesischen und die US-amerikanischen Chiphersteller ja ein bisschen Washington jetzt die Türen ein, das zu verlängern, weil es ist ja ihr eigenes Geschäft. Ja. Und das ist ja zum Teil auch schon ein bisschen aufgeweicht worden, genauso wie die Trump-Administration ja auch einzelne Zollsätze wieder zurücknehmen musste. Also das ist ja, geht ja auch nicht ganz spurlos an den USA vorbei, die sich ja auch nicht über alle Maßen selber ins Knie schießen können. Ich gehe davon aus, dass da mit Hochdruck in China dran gearbeitet wird und bin da absolut zuversichtlich, dass sie im nächsten Jahr ohne US-Technologie, also Chip-Technologie, auskommen und produzieren können. Und bei 5G ist der Kampf ja in vollem Gange. Also Trump hat seinen stellvertretenden Außenminister ja hier rübergeschickt,
der wochenlang von einem Vorstandsmitglied zum anderen und von einer Parteispitze zur anderen hier in Europa rumgereist ist und die Leute sozusagen mit der klassischen Washington-Methode von Drohen Faken sozusagen, also Lügen verbreiten, Verleumdung verbreiten, Misstrauen verbreiten und andererseits eben hauptsächlich mit Sanktionen drohen, mit der klassischen Formulierung in den Briefen, die ja hier rübergekommen sind, wir machen euch finanziell fertig. Ja, so. Und wie weit das gelungen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er in Deutschland bei den Konzernen nicht sonderlich erfolgreich war. Aber es ist eben in einigen Ländern gelungen, bei den üblichen Gefolgschaften, Washington, also Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Polen. Polen, Australien und Kanada und Indien, ne? Japan, die folgen. Und in Deutschland ist die Situation noch offen. Ne? Ist noch offen. Unter Merkel wird sie wahrscheinlich auch noch, soweit Merkel, in der Ära Merkel wird sie noch offen bleiben. Nach Merkel weiß man nicht, wie weit die Transatlantiker, es gibt ja da so eine neue Sammlungsbewegung über alle Parteien hinweg im Bundestag, in den Parlamenten, wie weit die dann übernehmen und sozusagen Deutschland in den Schoß Washingtons wieder reinziehen werden. Das ist eine offene Geschichte. Die deutschen Konzerne haben da sich mehr oder weniger klar geäußert, bleiben aber in den Interviews, die man so lesen kann vom Siemens-Chef oder SAP oder Bosch-Chef oder so, bleiben sie relativ defensiv. In der Wirtschaftswoche vom 16. Oktober, also vor kurzer Zeit, wurde ja nochmal berichtet, wie weit fortgeschritten Huawei in der Technologie ist für die Automobilindustrie. Also ja. Mercedes, BMW, vor allen Dingen Audi, VW, sie bauen in ihre neue Generation von Autos überall Huawei-Technologie ein, ja. Offenbar, und haben dafür auch keinen Ersatz. Ich lese hier nochmal ein Zitat vor. Hinter vorgehaltener Hand zeigt sich die deutsche Autoindustrie von Huawei begeistert. Die Geschwindigkeit, mit der Huawei Innovationen rausbringt, ist spektakulär, sagte der Experte für Autokommunikation bei einem namhaften deutschen Hersteller. Huawei habe die Maßstäbe gesetzt. Und das betrifft ja jetzt die ganze zukünftige Kommunikation, also mit anderen Automobilen, mit Vorausschau von Staus und mit dem ganzen Entertainment, was in den neuen Autos die Wirtschaftswoche sprach in dem Zusammenhang schon von einem neuen geopolitischen Kampf um Huawei, und zwar in Bezug auf die Automobilindustrie, weniger die ganze Mobilfunktechnik. Darüber wird ja berichtet, aber über die Automobilindustrie wird eigentlich nicht berichtet. Ja, das ist natürlich nicht ganz unabhängig voneinander. Also die Automobilindustrie will ja natürlich in Richtung auf stärkere Automatisierung und am Ende sozusagen aufs autonome Fahren hinaus. Da ist China führend, völlig klar. Also wir wissen, dass in China werden schon die ersten großen Feldversuche mit autonomem Fahren gemacht. Also Taxis in Shanghai fahren schon einige hundert, fahren schon autonom. Da sitzt im Moment noch einer mit drin und überprüft. Also ein passiver Fahrer, der guckt, dass alles richtig läuft. Aber das ist sozusagen, da ist China führend, das ist ganz klar. Wir wissen natürlich auch, gerade heute habe ich gelesen, also knapp die Hälfte des VW-Gewinns ist Gewinn in China. Ja, also die haben jetzt gerade heute fürs dritte Quartal ausgewiesen in der Wirtschaftspresse, und das sind dann irgendwie, VW macht da ein paar Milliarden und 45% davon sind Anteil China, ja? Also chinesischer Gewinn. Bosch hat das stand auch ganz großer Bericht in Fokus vor ein paar Monaten. Bosch sagt ganz klar, die haben da 60.000 Beschäftigte in China. Ja, das ist die größte Auslandsdependance von Bosch. Bosch nimmt die höchsten Technologie, die größten Innovationen, die meisten Innovationen bekommt es aus seiner chinesischen Dependance. Ja. Da geht kein Weg dran vorbei. Und ich meine, das ist natürlich ein potenzielles Bündnis von deutschen Autoherstellern, von deutschen anderen Elektronik- und IT-Firmen. Ja. Also Siemens, SAP und Bosch und so weiter, Autozulieferer unter anderem.
Die sind ja voll engagiert mit Milliardeninvestitionen in diesen Bereichen. Ja? Die arbeiten am chinesischen 5G, 6G-Netz inzwischen mit, auf Einladung Chinas. Ja? Ist Siemens da massiv engagiert. Ja? Das heißt, die Diskussion, die hier geführt wird, Spionage und so weiter, ja, die wird in China so gar nicht geführt. Ja. Da werden im Gegenteil, da werden SAP und da werden Siemens und amerikanische Konzerne auch eingeladen, sozusagen sich zu beteiligen am Aufbau der Netze. Und da lernen die natürlich unheimlich viel. Das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sich ganz klar geäußert, dass die Beteiligung von Huawei am deutschen 5G-Aufbau kein Problem wäre. Ja, ja, aber die, gut, das wird politisch entschieden. Die offizielle Begründung immer mit dem Spionagevorwurf, da müssten sich ja die USA zuallererst mal an die eigene Nase fassen. Ne? Also das ist natürlich weit hergeholt. Aber es wird ja spannend werden in dieser Auseinandersetzung. Also es sieht ja so aus, als ob bei Mobilfunk Ericsson und Nokia, da auch europäische Unternehmen bereit sind und diese Technologie auch liefern können. Aber nach diesem Bericht... Naja, aber mit Jahren Verzug. Ne? Also ja, die sind 2-3 Jahre mindestens zurück. Ne? Ja. Das sagen alle Experten. Ja, aber es wird ja wohl wahrscheinlich auf so eine geteilte Landschaft hinauslaufen. Aber bei den Autos, also jetzt, da ist ja nun die deutsche Schlüsselindustrie schlechthin. Die Unternehmen, also nach diesem Bericht in der Wirtschaftswoche, halten sich da sehr bedeckt. Aber einer der Insider hat auch gesagt, die Nervosität ist offenbar groß, denn europäische Alternativen zu Huawei gibt es nicht. Ne? Ja. Und wenn das stimmt, dann steht natürlich Huawei sehr, sehr stark da. Definitiv, also bei den Netzen, zumal ja, also in China schon fast nicht mehr über 5G gesprochen wird, die sind schon tief sozusagen in der Forschung für die nächste Generation von Netzwerktechnologie. Und ist das ja noch schneller oder wie? Was da konkret noch mehr läuft, ist definitiv natürlich noch schneller, noch leistungsfähiger und wird die künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und so weiter noch effektiver leisten können. Also irgendeine Art von Nachfolge zum jetzigen führenden Technologiestand ist China das einzige Land der Welt. Ja? Also da sind auch die USA weg vom Fenster. Ne? Ja, ich würde jetzt ganz gerne die aktuellen Entwicklungen mal abschließen, aber vielleicht noch eine, was mich sehr erstaunt hat, weiß ich, ob du das auch gelesen hast, stand auch in der Wirtschaftswoche. Zum 1. Oktober, Nationalfeiertag von China, sind in Shenzhen, dem Technologiestandort ja schlechthin, die haben 1000 Drohnen in den Himmel steigen lassen, die natürlich miteinander vernetzt waren, und diese 1000 Drohnen haben dann ein Lichtspektakel veranstaltet. Insofern, als sie jetzt bestimmte, die verbotene Stadt und sowas gezeigt haben, aber dann zum Schluss die chinesische Nationalfahne haben erstrahlen lassen. So, und das natürlich als Symbol, Technologie, also das muss man wohl sehr, sehr weit haben sehen können. Und die Botschaft, auf Feuerwerkskörper sind wir gar nicht mehr angewiesen. Wir machen das ja auf der Grundlage von Hightech. Das ist ja natürlich... Und wenn diese 1000 Drohnen jetzt miteinander vernetzt, und die haben natürlich auch was aufgeführt und so, das muss schon ein Spektakel gewesen sein. Aber davon ist ja hier in den Medien sind wir Lichtjahre von entfernt. Nichts, das wäre ja fürs Fernsehen natürlich bestimmt schöne und spektakuläre Bilder gewesen, ja, aber ja, ich habe nichts gesehen. Oder war das hier also irgendwo sichtbar? Vieles, das ist ja typisch, vieles erfährt man ja nicht über unsere Medien. Da muss man tief ins Internet einsteigen und dann muss man sehr geschickt, das habe ich ja in den letzten Jahren gelernt, sehr geschickt aufgrund einer, ich sage mal, 50-jährigen Berufserfahrung, wie man recherchiert und wie man Spreu von Weizen trennt, muss man schon sehr geschickt navigieren und recherchieren, bis man sozusagen zusammenpuzzeln kann, was tatsächlich abgeht in der Welt und insbesondere in China. Wir sind ja hier unter einer medialen Käseglocke, also hält uns ja ab von der realen Welt. Skandalös, wenn China sozusagen noch wichtiger ist als Wirtschaftspartner als die USA jetzt und in Zukunft ja noch wichtiger wird. Medial ist ja, da wird über China eigentlich nur mehr oder weniger Negatives oder gar nicht berichtet. Ja, und über die USA, über den
ganzen Wahlkampf jetzt rauf und runter mit Sondersendungen und Talkshows und so weiter, aber mal informative Berichte, meinetwegen über die Stadt Shenzhen oder andere Entwicklungen oder über dieses Ereignis, das wäre natürlich mal schön. Ja, also ich meine, wenn realistische Berichte kommen, wie der Bericht über die Chronik der Ereignisse in Wuhan im Südwestdeutschen Rundfunk, dann kommt die FAZ und die Welt und die Bild und so weiter und die ganzen Mainstream-Kartellmedien, Einheitsmedien und verbieten denen das Ding. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk knickt ein natürlich und lässt sich von der FAZ da vorführen. Ne? Das heißt, solche Sendungen, die alle Faktenchecks dreimal senderintern ja durchlaufen haben, dürfen dann trotzdem nicht gesendet werden. Ne? Das ist die Realität. Die Sendung wurde schlicht abgesetzt. Die ist schlicht abgesetzt worden, ja. Bis jetzt auch noch nicht wiedergebracht worden, noch nicht gebracht worden. Bevor wir nun zu Corona kommen, eins habe ich noch vergessen. Es gibt ja jetzt auch einen spektakulären Börsengang von Ant Financial, einer Alibaba-Tochter. Das heißt, China öffnet sich jetzt auch tatsächlich gegenüber den internationalen und immer so gefürchteten Finanzmärkten. Ja, das ist ja eine ganz erstaunliche Geschichte. Ne? Das erste Erstaunliche an der Geschichte ist ja, dass anders als Alibaba noch, die ja über die Wall Street an die Börse gegangen sind, die chinesischen Groß-IPOs, also die Public Offers, also das heißt die Börsengänge ja nicht mehr über die Wall Street gehen, sondern jetzt über die großen Börsen in Shanghai und Shenzhen. Shenzhen, ja, Shenzhen Ausspruch. Und das bedeutet natürlich, hat mehrere Aspekte. Die Börsen in Shanghai und Shenzhen sind größer inzwischen als die Wall Street. Hongkong und Shanghai, die Börsen, da wird das lanciert. Hongkong, ja. Richtig, genau, sorry, ja, Nachbarstadt, genau. Da an den beiden Börsen ist die Ant Financial jetzt hat die IPO gemacht, genau. Und die haben größeres Volumen inzwischen als die Wall Street und man geht heute nicht mehr, man muss nicht mehr an die Wall Street gehen. Im Gegenteil, also ich habe jetzt gerade die Tage noch was gesehen, Interview mit dem berühmten Ray Dalio. Das ist der Gründer und Chef des größten Hedgefonds an der Wall Street, Bridgewater. Der hat und seit langem Kritiker des US-Kapitalismus und der sagt, also ich lasse mein Geld sprechen, mein Geld geht nach China jetzt. Ja? Da finden die interessantesten Dinge statt. Das ist schon sozusagen die Spitze des Eisbergs für eine Veränderung unter der Wasseroberfläche, die massiv ist und die sich über viele Jahre entwickelt hat. Ne? Die IPO ist ja jetzt auch in diesen Tagen gelaufen. Ne? Es ist jetzt ja gelaufen, gesagt, ja. Also, 30 Milliarden Dollar, der größte Börsengang ever. Ja, ich hatte die Ankündigung jetzt vor ein paar Tagen im Handelsblatt gesehen, ja. Habe es jetzt noch nicht, ja, aber genau so ist es realisiert worden scheinbar, ja. Ja, gehen wir mal über zu Corona. Die China ist ja mit Corona völlig anders umgegangen als jetzt die westliche Welt, also Europa und USA. Und nicht nur China, sondern ja auch Singapur, Südkorea und auch Japan. Wo liegen da die Hauptunterschiede in der Strategie, diese Pandemie zu bekämpfen oder sie zu überwinden? Ja. Naja, also es war ganz klar, dass in Südostasien herrschte ein anderes Kriterium vor im Frühling und das herrscht ja jetzt, wenn das Virus hier und da nochmal kurz aufploppt, wird ja die gleiche Strategie verwendet, das Virus tatsächlich bekämpfen, in dem Sinne, dass man seine Ausbreitung unterbricht, ja, wirklich unterbricht. So, das verlangt ja sehr viel, das verlangt ja eine andere Wirtschaftsstruktur, das verlangt eine andere Kultur, das verlangt eine ganz andere Vorbereitung im Gesundheitswesen. Ne? Ich erinnere noch mal an die berühmte SARS-Epidemie 2003, 2004. Danach hat die WHO und dann die internationale Staatengemeinschaft, wie man so schön sagt, ja beschlossen, von hier ab jetzt wird die Menschheit sich vorbereiten auf die Gefahren der Pandemien, die man ja
seit langem kennt. Und es ist ja ein Wettrüsten mit Bakterienentwicklungen und Virenentwicklungen. Das wusste ja jeder, sozusagen jeder Fachmann. Und das einzige Land, sagt die WHO jetzt Anfang diesen Jahres, das tatsächlich die Notfallpläne aufgebaut hat für den Gesamtstaat, für die Provinzen, für die Kommunen, fürs einzelne Krankenhaus, war China. Ja? Da waren sozusagen die Notfallpläne da. Südkorea ein bisschen, Taiwan ein bisschen, weil die hängen ja sozusagen, Taiwan hängt ja an Festland China da dran, auch was die Gesundheitspolitik betrifft. Und insofern waren die einigermaßen vorbereitet. Und da kann man dann eben sagen, so ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wie das chinesische, ich komme dann noch auf Südostasien und die allgemeine Philosophie sozusagen der Ruhe und Gelassenheit und des Vertrauens der Menschen dort, kulturell, religiös bestimmt sozusagen aus der Geschichte, ist eben dort das Kriterium, wir bekämpfen das Virus, wir zerstören seine Ausbreitungswege, ja, koste es, was es wolle. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass man eine hochriskante Hasardeurspolitik gemacht hat, sondern man hat eben gesagt, wissenschaftlich basiert, geplant, auf der Basis gut organisierter Notfallpläne, die dann sozusagen ablaufen konnten, wo jeder wusste, was er auch zu tun hat und so weiter, wo die Bestände an den Materialien auch da waren, ja, wo keiner ohne Maske rumlief oder ohne Schutzanzug oder ohne Hightech-Thermometer und so weiter. Man hat gesagt, wir können das schaffen in einer überschaubaren Zeit. Ja, wir nehmen dabei keinerlei Rücksicht auf die Wirtschaft, ja, die hier immer sozusagen die Rolle spielt, weil man zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern als Kern der Wirtschaftspolitik gesagt, es dürfen keinerlei Verträge gekündigt werden. Die Arbeitsverträge laufen weiter. Ja, es wird keiner gekündigt auf der Basis. Das halten wir aus über 2-3 Monate. Ja. Es werden keine Versicherungsverträge gekündigt, es werden keine Mietverträge gekündigt, auch wenn die Leute gerade mal ihre Prämien oder ihre Mieten nicht zahlen können. Ja. Das regeln wir alles hinterher. Und sie haben während der Zeit ja schon sozusagen massive Wirtschaftsförderung betrieben und sie machen seitdem auch das Wiederanschieben der Wirtschaft, indem sie Kapitalisierung und refinanzieren die Unternehmen. Aber die Nachfrageseite war gesichert. Die Einkommen waren gesichert. Die kleinen, mittleren Gewerbetreibenden, Gaststätten, Hotels, Kunst, Kultur. Ja, die waren natürlich alle geschlossen. Ne? Ja. Also im harten Lockdown in der Provinz Hebei. Aber man hat sozusagen, ich habe einen ehemaligen Doktoranden in Shanghai in der Wirtschaftsförderung und habe mit dem natürlich auch während der Zeit kommuniziert. Ich habe gesagt, wie macht ihr das? Ja, ja, wir müssen sozusagen nur an der einen Seite ansetzen, wo wir den Unternehmen jetzt über das Bankensystem sozusagen die Liquidität sicherstellen, ja, für ein paar Monate. Das ist weitgehend gelungen. Er sagt, gut, es hat mal die ein oder andere Pleite auch gegeben bei dem Mittelständler, aber sie haben die Sache dadurch wesentlich weniger komplex gemacht als bei uns. Bei uns hängt ja sozusagen die Unsicherheit auf allen Seiten des Wirtschaftskreislaufs, ja, auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite. Die Leute haben keine Einkommen, halten sich zurück mit dem Konsum, ja, während in China das die Erfahrung war, wir behalten unsere Einkommen und unsere Arbeitsverträge und Arbeitsplätze. Ja. Deswegen konnte auch so relativ schnell der Konsum dann wieder angefahren werden. Ne? Und es ist ganz klar, ich meine, man hat ein leistungsfähiges Bankensystem, ja, das staatlich auch im Zweifel angewiesen werden kann. Ihr habt die Unternehmen zu reliquidisieren, ja, also mit flüssigen Mitteln wieder auszustatten. Ja. Und dann sprang also relativ schnell die Konjunktur, der Wirtschaftskreislauf wieder an. Ich werde dazu kommen, aber die Maßnahmen sind ja am Anfang für unsere Verhältnisse unglaublich rigoros gewesen. Ich habe mir hier notiert, bei nur gut 500 Infektionsfällen, die bekannt geworden waren in Wuhan, hat man den kompletten Lockdown über diese 11 Millionen Stadt verhängt. Ja. Und zwar in einer Radikalität, wie wir uns das ja gar nicht vorstellen können. Und wenig später in der Provinz Hubei, also
Hebei, ja. Wie? Hebei. Hebei, mhm. Hebei. Mhm. Das ist doch für unsere... 16 Millionen insgesamt. Und, mhm. und es ist die gesamte Bevölkerung getestet worden, stimmt genau. das? Das konnte man eben machen, auch Sie haben ja jetzt vor ein paar Tagen auch wieder gesehen, da sind ja noch mal ein paar Fälle gewesen in Qingdao. Da haben sie ja auch innerhalb von sechs Tagen oder sieben Tagen haben sie knapp 10 Millionen Menschen getestet. Ja. Das ist natürlich das Entscheidende und das ist auch der Erfolgsfaktor ja gewesen in Südkorea und in Singapur und in Taiwan. Vietnam auch, ne, dass eben die Testkapazitäten da waren, ja, während hier ja dieses Gewusel scheinbar endlos sich fortsetzt. Ja, und dazu kommt natürlich was auch die WHO ja immer wieder betont hat, diese enorme Zuversicht der Menschen, dieses einheitliche Handeln, ja, dass die WHO sagt, für unsere leitenden Ärzte, die da in China besucht haben und da gearbeitet haben und da untersucht und organisiert und koordiniert haben, war die gesamte Führungsmannschaft, sozusagen Regierung bis zum Staatspräsidenten, Tag und Nacht erreichbar. Ja? Das heißt, es war ein einheitliches Handeln und ich habe selber sozusagen auf unterster Ebene ja kommuniziert mit einer Doktorandin zum Beispiel, die ich von den früheren Doktorandenseminaren kenne und sage, wie sieht das aus da bei euch? Ja, alles gut, ich nutze die Zeit und schreibe an meiner Doktorarbeit und 4 Stunden am Tag bin ich freiwillig, mache ich etwas und versorge das Haus, in dem ich bin. Das heißt, ich gehe morgens runter und hole die Nahrungsmittel ab und bin zuständig für 4 Etagen und verteile die Nahrungsmittel an die Leute. Ja? Völlig entspannt und ruhig und ohne großes Aufhebens. Und ich erinnere die Nachbarn daran, dass sie bitte messen sollen. Sie werden sowieso über die WeChat wurden sie sowieso erinnert, dass sie ihr Fieber messen sollen und die Daten durchgehen sollen. Aber das war sozusagen eine Entspannung und eine Gelassenheit und eine Zuversicht, die zum Beispiel dadurch kam, dass man auch die Metaphern des Langen Marsches mobilisiert hat. Ja? Ja, die Kommunistische Partei hat gesagt, erinnert euch, der Lange Marsch ist sozusagen eingebrannt in unsere nationalen Gene. Das hat unsere Nation gerettet und ihre Wiederbelebung ermöglicht. Vergleicht das damit. Ja? Es ist ein Kampf, es ist ein Volkskampf. Auch der Begriff des Volkskampfes wurde genutzt. Und das hat die Menschen tatsächlich ja mobilisieren können. Und es ist kein Zufall, dass in Südostasien die Sache anders gelaufen ist, also ökonomisch strukturell, durch eine andere Wirtschaftspolitik, aber eben auch durch eine andere Kultur. Ja, es hat Millionen von Freiwilligen gegeben, die sich beteiligt haben. Also unheimliche Mobilisierung der Menschen, ja, in dem Kampf. Und eine Ruhe und Gelassenheit dabei. Ne? Und das hat was zu tun mit der jahrtausendealten religiös-philosophischen Orientierung, etwa des Konfuzianismus, ja? Den Prozess sehen, auch die aktuellen Widersprüche aushalten können, die es gibt, die Unsicherheiten aushalten können, nach vorne gucken und so weiter. Ja? Und Daoismus und Buddhismus, die schwachen Formen des Buddhismus, tragen genauso dazu bei. Kann man in China ja sagen, das chinesische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem war in der Lage, sowas zu machen? Weil es eben über ganz andere Steuerungsmöglichkeiten verfügt. Wie würdest du denn den Anteil dieser kulturellen Einflüsse, kulturellen, historischen, bis 4000 oder mehr tausend Jahre zurück, also die ganz andere chinesische Kultur und Geschichte und sozusagen den Anteil des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems einschätzen? Also der Hintergrund für die Frage ist natürlich, wenn es das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist, dann kann man das übernehmen, ne? Die kulturellen, die 4000 Jahre Geschichte kann man nicht so ohne weiteres übernehmen. Naja, es ist eine Mischung. Es ist auf der einen Seite ja eben die Tatsache, dass es keine Klassengesellschaft, China ist keine Klassengesellschaft in dem Sinne, dass sozusagen unterschiedliche Interessen da gegeneinander arbeiten und
die Kulturszene sozusagen alleingelassen wird und protestieren muss und die Mittelständler und die Großkonzerne ihre Milliarden kriegen und so weiter. Es ist sozusagen eine Orientierung, wie auch der Jack Ma immer wieder betont, eine Orientierung auf die einheitlichen nationalen Entwicklungsziele. Und da stehen sie alle hinter. Ne? Jack Ma ist? Jack Ma ist der Gründer und Inhaber von Alibaba und eben auch von Ant Financial und Ant Forest und diesen ganzen... Und zigfacher Milliardär. Und, ja. Einer der reichsten, wenn nicht der reichste Chinese, der ja mit seinem berühmten Zitat immer wieder für Schmunzeln sorgt bei den Chinesen, der sagt, ich liebe die Partei wie meine Mutter, aber mit meiner Mutter gehe ich nicht ins Bett. Ne? Also das heißt, er drückt sehr deutlich aus, wie ein Milliardär sozusagen einerseits die Loyalitätsbekundung macht, ich bin Chinese, ich will zur nationalen Entwicklung beitragen. Das tut er ja auch sehr, sehr schöpferisch und originell mit den verschiedenen Softwares, etwa für die Baumpflanz-App da und so weiter, wo schon 80 Millionen Bäume von den Konsumenten gepflanzt werden konnten. Aber er sagt auch, gut, er ist natürlich in einem Beirat auch bei der Kommunistischen Partei, aber er sagt auch, gut, ich bin Milliardär, wäre ich ein amerikanischer Milliardär, würde es mir vielleicht noch besser gehen, ja, dann hätte ich direkten Zugang jederzeit in Washington und könnte da meine Interessen durchsetzen. In China muss ich mich einsortieren in die nationalen Entwicklungsprioritäten und ich muss einen Großteil meiner Profite benutzen, um die nationale Infrastruktur zu entwickeln. Das, die Kultur ist ja etwas, was nicht einfach nur Geschichte ist, sondern der Konfuzianismus, man sagt jetzt heute auch wiederbelebt, Neokonfuzianismus, das ist ja, da wird ja das betont, das Prozesshafte, das Aushalten von Unterschiedlichkeiten, ja, das Anerkennen der anderen Meinung, das Aushalten von Widersprüchen im Prozess auch, ja. Und das hat ja sehr viel zu tun und das ist ja genau diese Fusion sozusagen, diese Synthese und Synergie heute in der chinesischen Alltagsphilosophie auch, das hat ja durchaus was zu tun mit dem dialektischen Materialismus. Da geht es ja auch darum, dass die Widersprüche im Prozess ja, da sind, ausgehalten werden können und deren Entwicklung in die Zukunft hinein gesehen wird, ne, und gestaltet wird. Nun sind ja aber Singapur, Südkorea und Japan, die ja ähnlich erfolgreich oder mit ähnlichen Methoden die Corona-Krise meistern oder versuchen zu managen, sind ja nun klar kapitalistische Länder. Ne? Ja. Aber sind trotzdem einen völlig anderen Weg gegangen als die westlichen Länder, als Europa und USA. Genau, sie haben auch nach 2003 haben sie die Bestände aufgebaut, ja, und Notfallpläne entwickelt. Ja. Und insofern ist es, ich weiß es jetzt etwas genauer aus Südkorea, insofern waren da große Faktoren auch vorhanden, die den Erfolg gesichert haben. Ne? Sowohl sozusagen ein objektiver Faktor, dass die sich eben vorgesorgt haben und dass sie eben auch stark intervenierenden Staat haben, traditionell. Ja. Südkorea, Taiwan, Japan sowieso, Thailand hat es auch irgendwie gut hingekriegt, Singapur sowieso mit einem sehr starken Staat. Das heißt also, hier ist offensichtlich die Möglichkeit gewesen, einen gesellschaftlichen Prozess in eine einheitliche Richtung zu bringen und Paniken und Kampf aller gegen alle zu vermeiden. Ja. Das wäre ja eine Botschaft für die westliche Welt, die die westliche Welt zur Kenntnis nehmen könnte. Ne? Ja, aber wir sind ja nicht bereit zu lernen von anderen, weil das ja immer die Gefahr ist und das ist ja die ganze Dialektik in meinem Buch, die ganze Botschaft auch, weil wir dann ja immer auch gezwungen sind, über uns selber zu lernen. Ja? Und das ist natürlich hier nicht angesagt. Wir wollen lieber in den Bashing-Modus übergehen, in den Abstiegskampf, ja, einen aggressiven Abstiegskampf. Das lehnen wir ab, noch lehnen wir das ab, zu lernen. Ja. Aber zusammenfassend kann man doch sagen, China ist der strahlende Sieger im Kampf gegen das Coronavirus. Hat es eigentlich in China auch eine ähnliche Kritik gegeben, wie sie hier ja im Moment sehr lebendig ist, also in die Richtung, das Coronavirus, also die Gefährlichkeit wird weit übertrieben
Und die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden, sind auch übertrieben. Also man sollte das lieber lässiger behandeln. Hat es eine solche Kritik in China auch gegeben? Also wo ja die Maßnahmen noch sehr viel rigoroser waren als hier. Ja. Na, es wurde ja hier im Frühling, wurden ja alle möglichen Gruselstories gebracht. Ne? Man muss ja sehen, China hat mit ja... Mit zugeschweißten Türen und Einsperren. Ja, und scheinbar privaten Aufnahmen von irgendwelchen selbsternannten Reportern oder sowas. Das war ja gern genommen hier. Nee, der Punkt ist ja, dass das Ganze ja auch wissenschaftlich gut vorbereitet war. Also es gibt ja, ich habe das ja rekonstruiert, es ist ja in dem Buch jetzt nur bis etwa Februar, das neue Buch, was jetzt Anfang des Jahres erscheint, über die Zeitenwende, arbeitet ja sozusagen in Echtzeit, sozusagen tagesgenau, die gesamte Entwicklung vom 27. Dezember 2019, als das erste Signal in Wuhan kam, auf bis heute. So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, die Frage war, wie das akzeptiert wurde eigentlich oder ob es auch eine ähnliche Kritik in China gegeben hat. Wie sie hier jetzt geübt wird. Ja, man muss ja sehen, dass das eben absolut neu war. Auf der einen Seite wusste die Wissenschaft, die Virologie, die Epidemiologie, die wusste Bescheid. In der WHO waren sozusagen die Diskussionen alle gelaufen. The Lancet und all diese einschlägigen Medizinzeitschriften hatten den Stand weitgehend parat. Ja? Also es ist 2016, hat schon ein chinesisches Team in The Lancet veröffentlicht, es wird etwas kommen, wir wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, die Corona-Gruppe hat so eine genetische Breite und so eine Mutationsgeschwindigkeit, dass da früher oder später etwas kommen wird. Wir können nicht den Zeitpunkt exakt sagen und so weiter. Die Wissenschaft wusste das. Ja? Wir wissen das heute ja auch aus Bestätigungen von Medizinerkreisen in den USA. Ja? Es gibt ja unheimliche Kommunikation innerhalb der medizinischen Wissenschaft zwischen China und den USA und Europa. Und danach sind ja all diese Ärzte gekommen, die zum Teil in China gearbeitet haben, also europäische, amerikanische Ärzte. Ich zitiere das in dem neuen Buch ja ausführlich die Websites, die Ärzte betreiben und auch die, natürlich auch die Sinologen und Asienforscher und so weiter, die das alles aufklären. Und wir können heute ja auch, konnten das damals schon auf der Basis von GISAID, also dieser berühmten internationalen Website für die Virologie und die Epidemiologie, wo ja die Chinesen tagesgenau, fast in Echtzeit sozusagen den Fortschritt und die Fakten reingestellt haben, auch auf der Website der WHO kannst du das alles tagesgenau nachkonstruieren. Und es haben ja Milliarden von Klicks stattgefunden. Ja? Die GISAID-Website wurde im Februar, März, April, ich glaube innerhalb von 2 Monaten ist gezählt worden, 8 Milliarden Mal angeklickt. Ja? Also da kann ja keiner hier behaupten, das sei alles vertuscht worden. Was ist das für eine Website? Das ist die internationale medizinische Website für Virologie und Epidemiologie. Ja, das ist eine Website, die auch der Normalbürger sich ansehen kann. Und ich habe die natürlich dann auch konsultiert und habe in dem neuen Buch ja wirklich über 20 Seiten tagesgenau den Ablauf rekonstruiert, ja, aus den Websites. Also insofern gibt es gar keine Basis mehr für Lügerei und China-Bashing. Also China hat von Anfang an, wenn man bedenkt, dass es was relativ Neues war, man etwas überwältigt war und erst sich orientieren musste und wissen musste, um was geht's hier, was ist denn das eigentlich, ja? Relativ schnell, also schneller als man erwarten konnte, reagiert und es klar gemacht. Man muss bedenken, dass das Virus ja, als es in Wuhan auftauchte, schon um die Welt war in 2019. Ja? Ja. Und all diese Länder, USA, Frankreich, Italien, auch Deutschland, in Bayern war es ja auch, das ist ja alles jetzt rekonstruiert worden, welche Varianten des Coronavirus waren wann wo. Ja? Es ist niemals hat man sich die Mühe gemacht oder hat auch nur die analytische Fähigkeit gehabt, es zu identifizieren. In den USA sind die Fälle im September 2019 da gewesen, Dutzende von Toten,
die man ad acta gelegt hat als Influenza mit atypischen Symptomen. Ja? Also, und dann hat man in Norditalien, in Bayern, in Frankreich hat man diese Fälle gehabt, die jetzt alle in diesem Jahr nachrekonstruiert und nachanalysiert wurden und man dann feststellen konnte, es gab eben verschiedene Typen von Coronavirus und dann gab es eine Mutation, das ist jetzt der Typ B103G und so weiter. Ich will das jetzt nicht in die Details der Virologie gehen, aber ein bestimmter Typ ist dann mutiert, der dann sich besonders aggressiv herausgestellt hat, als besonders aggressiv und tödlich auch herausgestellt hat. Der hat sich dann in Wuhan zufällig in einem Cluster ist der explodiert. Ja. Das hätte aber auch, wenn ich die Virologen richtig verstehe, und ich habe ja ein bisschen Komplexitätsökonomik gemacht und Netzwerkanalyse und weiß, dass das dann auch ein relativ zufälliger Effekt, zufälliger Prozess ist, in welchem Cluster dann plötzlich eine kritische Masse da ist. Und dann gibt es eine Spirale nach oben. Das war zufällig Wuhan. Es hätte aber genauso gut Bergamo sein können. Ja. Nun hat China ja auch Hilfe angeboten, also in Bezug auf Know-how und auch auf Material. Ja, China sagt ja sozusagen aus der Grundphilosophie heraus, es ist ein Menschheitsproblem, es ist ein weiteres Menschheitsproblem. Wir haben Klima als Menschheitsproblem, wir haben Hunger, Ungleichverteilung, Unterernährung, Armut, Bildungsarmut, ökologische Probleme und jetzt eben auch das Virus als Menschheitsproblem. Lasst es uns endlich als Menschheitsproblem wahrnehmen. Ja? Und auf der Basis hat China ja massiv in Afrika geholfen und dann, das sind ja die spektakulären Fälle gewesen, die Luftbrücken eben auch ins reiche und hochentwickelte, aber gesundheitspolitisch eben sich als völlig, völlig arm und unfähig darstellende Europa, ja, in die EU. Also wir hatten die Luftbrücken natürlich in die Lombardei, also nach Norditalien, wir hatten die Luftbrücken nach Paris und dann auch ging ja einiges nach Deutschland auch. Ne? Also da sind 3,99 Milliarden Masken zum Beispiel geliefert worden nach Europa. Es sind Tausende von Hightech-Thermometern geliefert worden, sind Schutzanzüge geliefert worden, Handschuhe, Masken und so weiter. Und es ist eben auch Personal gekommen nach Norditalien. Und dieses Personal, sowohl Mediziner als auch Pflegepersonal, die hatten eben die neuesten Erfahrungen auch im Umgang, in der Therapie auch dieses Virus. Ja. Ja, die Ärzte hier waren da mit neuen Fakten konfrontiert und die Chinesen hatten die Erfahrungen und brachten wertvolle Erfahrungen mit. Ne? Zum Beispiel, wie man das Krankenhaus organisieren muss. Ja? In China sind die Todeszahlen sofort runtergegangen, nachdem die zum Beispiel ganz simpel die Schichten reduziert haben. Ja? Also die Schichten von 8 auf 6 Stunden runter. Plötzlich waren die Leute sozusagen, das Pflegepersonal auch kräftiger und besser gewappnet und motivierter und plötzlich ging alles sehr viel besser. Das ist nur ein ganz kleiner Aspekt davon. Nur das spiegelt sich nicht wieder in unseren Medien. Nee, überhaupt nicht. So.